Tsushima, Japan. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist Ghost of Tsushima. Ich habe ewig drauf geantwortet. Das Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition. Mut. Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi, geht, brecht ihren Kampfgeist. Hey! Auf in die Schlacht, würde ich sagen. Ja, das wird nicht so einfach, würde ich sagen. Schon wahnsinnig, was die Mongolen da angekarrt haben. Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Nada, Chinida! Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Das war denen egal. Ehre. Für die Mongolen. Wollt ihr aufgeben? Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade. Keine Gnade! Für Tsushima! Angriff! Würde ich sagen, los geht's. Okay, ich kann mich nicht wirklich viel bewegen. Einfach nur vorwärts. Ich weiß nicht, ob er flieht. Oh nein. Yikes. Schlechter Moment. Weitermachen, Fürst Sakai, auch wenn es uns das Leben kostet. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Natürlich, die Samurai waren ja letztendlich nichts anderes als das Pendant der Ritter. Wie kann ich denn schnell rennen? Mehr Mongolenhunde, meld sie nieder! Okay, ich muss mich erst dran gewöhnen. Das ist ein Sprung. Okay, das ist Blocken. Ah, dieses Movement ist einfach. Oh, das ist so Liebe. Okay, das ist. Moment. Ich. Wie gesagt, ich muss mich erst dran gewöhnen. Ja, schön. Oh!
Oh, schönes Movement. Oh, den habe ich übersehen. Oh. Ich liebe es, das Movement ist so gut. Wie in selten einem Spiel, das muss ich jetzt schon mal zugeben. Ich spiele es nicht mal lange und... Nur das Anvisieren der Gegner fehlt noch ein bisschen. Aber das kommt alles mit der Zeit. Das ist nur das Tutorial. Nur wir sind übrig. Für uns gibt es nur einen Weg. Den Mongolen-Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. Los geht's. Natürlich mussten die Mongolen jetzt ankommen. Dort, der Mongolen-Anführer. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es gemeinsam. Bitte. So schnell es geht. Ja, natürlich. Die Mongolen haben ja so das erste Artilleriesperrfeuer, wenn man so will, miterfunden. Diese Raketen quasi. Sie sehen aus wie Feuerwerksraketen. Nein, der wird vom Fall getroffen. Nein. Ich bin Khotun, Vetter des Kublai, Enkel des Genghis. Bruder, ihr seid ein Krieger, das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben. Welche Dörfer ich bändige und welche brennen. Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch? Lasst uns aufstehen. Entschuldigung, ich genieße gerade das Spiel. Ich kommentiere später noch was dazu. Thank you.
was Kublai Khan gesagt hat, war, ich kenne euch. Und das ist tatsächlich so gewesen in der Geschichte. Die Mongolen haben alles aufgezeichnet, was sie konnten. Das waren quasi, wenn man so will, die ersten Ethnologen. Und so haben sie ihre Feinde kennengelernt. Zum Beispiel Al-Biruni hat zum Beispiel die Inder kartografiert. Also so lief das halt, ne? Okay. Bist kein Alarm aus. Oh, diese Bewegung. Oh, seht ihr diese Bewegung? Oh, ich liebe es. Diese furchtbar langsame Bewegung, die er drauf hat. Dieses Trippeln, seht ihr das? Nicht dieses, ich setze einen Fuß nach dem anderen Trippeln. Sondern ich ziehe mein Bein hinterher. Oh, das ist so wunderbar gemacht. So genau gemacht. Kann das sein, dass irgendwie Bäume und so hier irgendwie so ein bisschen... Wartet mal ganz kurz. Ich mache mal eine kurze Pause. So, ich habe mal die... ein bisschen höher gestellt, die Einstellungen. Weil manchmal sieht das ein bisschen verwaschen aus. Ich verstehe nicht, warum. Jemand hat eine Klinge gewetzt. Hm. Ein Krieger? Wo sein Kameramann wiederfinden. Ah, hier ist die Rüstung. Kaputt. Aber besser als nichts. Ach, die müssen wir nochmal neu schnüren. Lasse das Haus und suche deine Reise vor, deine Suche vor Ort. Zurück nach drinnen. Los! Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaub schon. Hm. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Garst, hier! Ich erledige das. Bitte, versteck dich. Oh, oh, tut mir leid. Sie und Domini! Reis! Ich habe Reis. Bitte, nehm die. Vorbei. Puh. Wer bist du? Ich bin Yuna. Yuna. Willst du dein Schwert? Folge mir. Wie lange war ich bewusstlos? Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Boah. Okay. Wenn's halt so schön. Nicht jetzt. Mist. Runter. Okay. Rechte Seite. Okay, er geht wieder. Bewegung. Hier lang. So viele Mongolen. Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Oh, Mist. Ich hab gehört, die... Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Desito, vergiss. Ich habe gehört, dass die japanische Sprachausgabe richtig Yuna, gut sein soll. Warte. Ich überlege, ob wir darauf schalten. Fürst Shimura ist mein Onkel. Du bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Die Mongolen nahmen ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich, entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Hilfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen.
Er hat Kontakt zum Shogun, kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Es gibt so Momente, wo einige Essungen so ein bisschen konturlos wirken, aber wie gesagt, das kann einfach nur mein Eindruck sein gerade. Die Grafik ist wunderschön. Schlechter. Komm schon, wir können ihm nicht helfen. Ganz kurz, ich schalte mal ganz kurz auf Japanisch. Möchte das gerne mal auf Japanisch hören. Och nö, jetzt muss man nochmal... egal, das geht. Bin mal gespannt, wie sich das anhört. Okay, ich muss zugeben, ich mag es bei Japanischen besser mehr als... Okay, das hört sich schon mal viel besser an. Wir werden ja Sprachsequenzen noch haben. Weil die Betonung im Deutschen ist halt mitteleuropäisch. Und mir gefällt die japanische Betonung viel mehr. Gerade bei solchen Spielen. Es kann sein, dass ich nur mal an den Einstellungen spiele oder so, keine Ahnung. Viel, viel besser. Karate ja Kokoro moto nai. Tsukai sou na mono muratoki na. Nusume to iu no ka? Mochinushi wa tokku ni shinderu. Na gut, das ist wohl wahr. Die werden wirklich nicht zurückkommen. Das Japanische ist echt wichtig für die Immersion bei dem Spiel. Das ist das erste Mal, dass ich hier Japanisch hören will. Alles klar. Danke. Andere Sache. Da ist das Schwert anscheinend. Waga na wa Sakai Jin. Jitou de aru Shimura dono no oi. Okubyou de wa nai.